Hallo, einen wunderschönen Sonntagabend und willkommen bei Brooks Life, The Dead Killer, Teil 2. Ich freue mich auch an diesem schönen Sonntagabend über meine wunderschönen MitspielerInnen, die da wären. Simon und Anna natürlich, die kennt ihr. Und wir haben wieder Chris und Sepp von den Vorzockern dabei. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Und ja, vielen Dank für die Einladung. Trotzdem noch Lust habt, trotz letzter Woche. Übrigens, wenn ihr jetzt gerade vor den Screens euch fragt, warum das Teil 2 ist und ihr findet irgendwie kein Teil 1, dann liegt das daran, dass der auf dem YouTube-Kanal von den Vorzockern zu finden ist, wo ihr auch noch absolut ganz nicht vielen anderen nicen Content findet. Und zwar, da wir das letztes Mal irgendwie so über ein bisschen vergessen haben vielleicht, sagt doch gerne mal was zu euch. Was sind die Vorzocker und warum sollten alle jetzt zu eurem YouTube-Kanal gehen und euch sofort abonnieren? Nach dem Stream. Also vor allem sind die Vorzocker gerade 10 Jahre alt geworden. Ja. Den Livestream kann man sich im Live auch nochmal angucken bei YouTube. Ja, wir sind im Endeffekt ein YouTube-Kanal übers Gaming, übers Zocken im weitesten Sinne. Besprechen da eigentlich alles, wo wir Bock drauf haben an Videospielen. Und dadurch kam mir auch die Idee, weil Videospiele, Pen and Paper, das hat ja doch irgendwie was ein bisschen miteinander zu tun. Das war auch so dann die Idee, dass wir hier auch mal mitmachen können. Und ja, genau. Also guckt mal vorbei. Wir versuchen, sagen wir es mal so, jede Woche ein Video rauszubringen. Das wird mit Job, Frau, Kind, Haus und allem auch bei uns allen nicht leichter, aber wir sind guter Dinge und ja, guck mal vorbei. Genau, da werden wir auch nie müde, das zu erklären, dass wir das als Hobbyprojekt nebenbei machen und deshalb ist auch immer ein bisschen manchmal, also Profil Jank ist immer mit am Start, auch das kann man sich doch verlassen. Relatable. Genau, ja, abonniert die mal und abonnieren ist richtig bei YouTube, ne? Ich komme immer durcheinander. Und, ist korrekt, ja. Genau, macht das. Oder followen oder irgendwelche Glocken drücken oder so. Und wenn ihr von den Vorzockern kommt und euch fragt, was wir machen, wir spielen hier Pen and Paper bei Brooks Live. Oft nach dem Savage Worlds Regelwerk, meistens sogar, so wie auch heute. Und wir spielen heute wieder im Setting East Texas University. Und jetzt dreht es das Gehirn um, weil wir spielen gar nicht in East Texas, sondern wir spielen im wunderschönen Turin in Italien. Es geht nämlich in ein Auslandssemester. Ich würde gerne mal kurz vom Chat hören, ob man uns hört und sieht und so, weil ich bin da immer ein bisschen skeptisch. Ich habe schon einige Anmoderationen gemacht, die wiederholt werden mussten. Insofern, sagt doch gerne mal, ob ihr uns hört. Ist ja auch nicht so, als hätte man schon mal eine halbe Stunde gespielt, ohne dass der Ton durchgab oder so. Das war ein sehr schöner Tag, ja. Das sparen wir uns heute und darum, genau. Also scheinbar hört man uns, würde ich sagen. Glaube ich auch. Weil es wurde schon zitiert. Top. Ja, das war ich. Ja, das war leider Anna, ja. Wenn jemand von uns jetzt in den Chat schreibt, wir hören uns, das ist, glaube ich, nicht so hilfreich. Okay. Bis also ich höre da das Twitch-Stream. Okay, wenn du uns hörst, dann hören uns hoffentlich auch alle anderen. Dann mehr kann man nicht wollen, wenn du uns hörst. Danke übrigens auch an alle, die uns neu gefolgt sind im Laufe der letzten Woche. Ich dachte, ich hätte mir einen Tab aufgemacht, aber ihr wisst schon, wer ihr seid. Danke, ihr seid echt cool drauf. So. Das ist Community Management. Nachdem wir einen Haken hinter die professionellen Punkte gesetzt haben, können wir übergehen in eine kleine Runde, in der ihr kurz einmal sagt, wen ihr denn heute wieder spielt. Und ich würde gerne zusätzlich noch von euch wissen, was von eurem Charakter die größte Angst ist. Was beschert ihm Albträume und lässt ihn nachts oder sie nachts nicht ruhig schlafen. Während ihr da gerade drauf rumdenkt, habe ich noch eine gute Nachricht. Und zwar haben uns so viele Leute gefolgt, dass wir unten die Superwürfelkiste freigeschaltet haben. Und ich würfel mal kurz aus, wer von euch heute den Superwürfel bekommt. 3, das wäre Sepp. Leroy, du bekommst 1W6.
verletzt. Etwas zu viel Freude für einen zusätzlichen Wille. Sollen wir kurz Pause machen? Du bekommst den Superwürfel, das ist der patentierte W6, den du auf ein einziges Mal einsetzen darfst und ihn auf einen beliebigen Wurf hinzurechnen. Also nimmst du einfach einen W6 hinzu, würfelst den, rechnest den drauf, egal ob Schadenswurf oder Fertigkeitswurf. Und wir sind auch nicht mehr allzu weit entfernt davon, eine Abenteuerkiste freizuschalten, dann würdet ihr alle Abenteuerkarten bekommen. Mal gucken, ob das was wird. Aber jetzt hattet ihr genug Zeit zu überlegen. Ich hab dir zugehört, verdammt. Anfängerfehler. Ich würfel aus, wer von euch anfangen darf und derjenige entscheidet dann. Simon, ja. Du fängst an und darfst danach entscheiden, wer weitermacht. Guten Tag, mein Name ist Robbie. Ich damals an der ETU eingeschrieben, weil die ein gutes Footballteam haben und ich sollte irgendwann mal in der NFL spielen, Football. Das hat bis jetzt noch nicht geklappt, aber ich arbeite dran. Ich bin recht gut in Mathe, ich kann mit Computern eigentlich auch ganz gut umgehen und wovor ich Angst habe, ist tatsächlich mein Papa und dass er rausfindet, dass ich aus dem Footballteam geflogen bin. Das wird kein schöner Tag. Wenn das passiert, glaube ich. Leroy, sprich doch mal über das Footballteam, bitte. Guten Tag, ich bin Leroy. Dem Footballteam geht es sehr gut. Wir haben nur fantastische Spieler, so wie mich. Linebacker bei den. Ja, jetzt habe ich mich reingebracht. East High Lions. Ich glaube, die nennen sich sogar Ravens. Die Ravens, ne? Ja, das gibt's sogar, Mensch. Ja. Gut, ja, man sieht, ich bin vorbereitet. Bei den Ravens. Wie gesagt, Linebacker, das gibt mir leider immer das Gefühl, dass ich irgendwie nicht die Hauptfigur in meiner eigenen Geschichte bin, was mir ein wenig unterbewusst an der Persönlichkeit zehrt. Meine größte Angst hat allerdings nicht so richtig damit zu tun, sondern in der Tat träume ich regelmäßig davon zu ertrinken, denn mein ganz großes Geheimnis ist, ich bin nicht schwach. Das ist, ja, das ist natürlich peinlich in der heutigen Zeit, aber in Texas ist auch nicht so viel Wasser, deswegen bin ich einfach dazu gekommen. Mhm. So ist es. Heather, erklär du doch mal bitte, wer du bist. Voll gerne. Ich bin Heather. Ich bin rich und attractive, wie euch wahrscheinlich schon aufgefallen ist. Und ich bin natürlich Fashion-Studentin. Das hat aber auch nur einen Grund, weil meine Eltern sind sehr, wie soll ich sagen, übervorsorglich und die haben fürsorglich. Und die haben mir nicht erlaubt, Influencerin zu werden mit 14 Jahren. Und deswegen musste ich mir Gedanken machen, was ich beruflich mal machen möchte. Und deswegen habe ich natürlich mich für Fashion eingeschrieben an der ETU. Und weil ich eine richtige Fashionista bin, follow me on Instagram, Snapchat, TikTok und YouTube, ist meine allergrößte Angst Socken in Sandalen. Und jetzt würde ich auf jeden Fall gerne mal wissen, was für Joe so Angst hat. Ja, vielen Dank. Mein bürgerlicher Name ist natürlich Joseph Coleman. Meine Freunde, Feinde und Verwandten nennen mich aber Fat Joe. Das liegt einfach daran, dass ich wirklich ziemlich fett bin. Das wiederum liegt an meiner schlimmen Kindheit. Ich hab vor allem Angst gehabt, mehr oder weniger. Und dementsprechend habe ich immer gegessen. Essen hilft nämlich bei Angst. Und aus dieser problematischen Sucht ist oder diesem Zwang ist natürlich dann auch ein Talent gewachsen. Ich bin dreifacher Walmart-Champion im Hotdog-Wettessen, U15, U14, U13 Meister. Das war gar kein Problem für mich. Und das hat mich natürlich dann auch an die Uni gebracht, weil ich brauchte natürlich Konkurrenz, weil auf dem Dorf, da wo wir herkommen, da Jefferson, da gibt es nicht so viel. Ja, und das hat mich angetrieben. Aber nicht nur das. Weil ich halt fett bin, kann ich natürlich auch nicht so richtig bewegungsmäßig was machen. Da komme ich zu meinem zweiten Feature, nämlich das Jojo.
Ich bin ziemlich gut mit dem Jojo und ich bin auch in Italien natürlich auf der Suche nach einer Jojo-Community. Hab noch nicht so viele gefunden, muss man jetzt nach dem ersten Abenteuer sagen. Ja, und meine größte Angst ist natürlich jetzt mittlerweile, jetzt habe ich nicht mehr Angst vor dem Monster unterm Bett, sondern ich habe natürlich Angst, dass es nichts mehr zu essen gibt. Und deswegen habe ich natürlich auch viel Essen dabei. Ich bin vorbereitet. Mal gucken, wie lange es hält. Hochtalentierte Truppe. Ja. Ich finde aber, nach letzter Woche wäre Angst vor Monster unterm Bett auch vollkommen legitim, ehrlicherweise. Eigentlich schon, ja. Fast schon zu naheliegend. Ja, letzte Woche, ich versuche mal so zusammenzukriegen, was passiert ist. Es ging los mit der Begrüßungsparty für alle ISCP-Studenten, zu denen ihr auch gehört, International Student X-Dings Program. Exchange Program. Exchange Program, genau. und ja, ihr habt dort schon die ein oder andere Person kennengelernt. Heather hatte sich zu einer Gruppe anderer Frauen gestellt. Ihr habt nicht so richtig connected scheinbar. Ihr wart wohl nicht so auf einer Wellenlänge. Es wurde mit Marco Russo, auch bekannt als Marky Mark, Tischtennis, nee, Quatsch. Wie heißt das? Bierpong gespielt. Ah, ich hätte mich vielleicht doch vorbereiten sollen. Ihr habt Bierpong gespielt und glaube ich auch gewonnen oder verloren. Egal. Ja, wir haben Leroy und ich haben gewonnen, ja. Aber alles war mein größtes. Es war mein größtes Sporterlebnis in meinem Leben. Stimmt. Robby hat richtig abgeliefert. Bis jetzt. Ihr habt alle so ein bisschen auch unterschiedliche Sachen quasi auf dieser Party erlebt. Fat Joe hatte sich unterhalten mit Giovanna Garcia, die etwas, selbst für den schicken Kleidungsstil, etwas zu schick angezogen war. Und offensichtlich am Jojo-Spielen nicht allzu interessiert. Und Leroy hatte noch so ein paar Leute gehört, die hinter ihm irgendwas über Rituale im Park gesprochen haben. Und dann habt ihr gefeiert und ich höre mich wieder irgendwo doppelt. Vielleicht darf ich einfach nicht so laut reden. Außerdem wurdet ihr natürlich begrüßt und entsprechend in Empfang genommen von Robert und Laura. Das sind die Ansprechpartner für euch, was das ISCP-Programm angeht. Und in der Nacht nach der Party, oder besser gesagt am Morgen nach der Party, hat euch ein lauter Schrei geweckt und ihr fandet Giovanna Garcia in ihrem Zimmer vor, nicht ansprechbar und stark verletzt. Sie blutete aus mehreren kleinen Wunden und hatte eine Bisswunde am Hals. Und ihr habt Hutnadeln neben ihr gefunden, die ihr auch eingesteckt habt, bevor die Polizei den Tatort weiter untersuchen konnte. Und Giovanna kam ins Krankenhaus. In der Zeit habt ihr rausgefunden, dass diese Hutnadeln scheinbar aus dem Lombroso-Museum kommen. Ein Museum, in dem Giovanna scheinbar recherchiert hat oder etwas in der Art. Und ihr seid ins Lombroso-Museum gegangen und habt auch tatsächlich rausfinden können, dass diese Hutnadeln von dort kommen und zu einem, ja, Massenmörder gehören, der im 19. Jahrhundert dort relativ aktiv war und mehrere junge Frauen getötet hat und unter dem Namen The Vampire Man, weil er nämlich entsprechende Frauen in den Hals gebissen hat, um ihr Blut zu trinken. Und Hutnadeln waren auch irgendwie involviert, aber man weiß nicht so genau, warum eigentlich. Und ja, über den gab es im Lombroso-Museum eben auch eine Ausstellung. Und weil ihr das Gefühl hattet, dass irgendwie dieser Vincenzo Verseni scheinbar nicht so tot ist, wie er sein sollte, habt ihr die Hutnadeln nach dem erfolgreichen Zurückbringen wieder geklaut und ihm gemeinsam mit Marky Mark eine ausgeklügelte und bis ins Detail geplante Falle gestellt, die auch einigermaßen geklappt hat. Denn tatsächlich ist der Geist dieses Mannes in Heathers Zimmer erschienen, wo ihr euch alle versteckt hattet.
Und Gott sei Dank hattet ihr Weihwasser dabei, denn ihr konntet all eure improvisierten Waffen mit diesem Wasser weihen und damit tatsächlich etwas gegen den Geist ausrichten, der sowohl versucht hat, euch zu würgen, als auch mit einer fliegenden Hutnadel zu pieksen. Nett ausgedrückt. Was ihr leider nicht verhindern konnte, war, dass Marky Mark von ihm ausgeschaltet wurde, bevor irgendjemand von euch eingreifen konnte. Und das ist wirklich schade, weil alle haben Marky Mark sehr ins Herz geschlossen gehabt, bis zu diesem Zeitpunkt. Vor allem Marky Mark hat sich sehr im Herz geschlossen gehabt. Marky Mark mochte sich selber sehr gerne, ja. Und wir machen gleich einen ganz kleinen Zeitsprung. Darum werde ich jetzt einfach einmal kurz das Ruder in die Hand nehmen und sagen, selbstverständlich konnte das, was in Heathers Zimmer passiert ist, nicht geheim gehalten werden. Das war schon zu laut, was dort vor sich gegangen ist. Und ihr habt natürlich ein bisschen Aufmerksamkeit auf euch gezogen, was natürlich dazu geführt hat, dass auch für Marky Mark der Rettungswagen kam und auch die Polizei kam, um natürlich sich anzuhören, was hier eigentlich passiert ist. Unabhängig davon, ob ihr der Polizei die Wahrheit gesagt habt, Robby meldet sich. Bevor wir einsteigen, kann ich meinen Fluch bekommen, bitte? Machen wir gleich. Cool, danke. Unabhängig davon, ob ihr der Polizei die Wahrheit gesagt habt oder nicht, ist die Polizei wieder gegangen und wenn ihr die Wahrheit gesagt hättet, dann wären die so, ja klar, versoffene Studenten. Und wenn ihr nicht die Wahrheit gesagt habt, dann waren die so, was war hier wohl los? Und sind dann wieder gegangen, weil es war ja auch früh am Morgen und keiner hat Bock, sich früh am Morgen viele Gedanken zu machen. Erst recht nicht die italienische Polizei. Achso. Und euch steht natürlich das Wochenende bevor, in dem ihr einiges zu tun habt, weil es ist euer erstes Wochenende in Turin und ihr müsst natürlich euch erstmal in der Stadt zurechtfinden. Ihr müsst vielleicht noch die ein oder anderen Unterrichtsmaterialien kaufen. Ihr wollt vielleicht Leute kennenlernen, vielleicht wollt ihr euer Zimmer ein bisschen einrichten und Sachen weiter auspacken. Ihr habt einiges um die Ohren. Vielleicht guckt ihr euch auch schon mal euren Stundenplan für die nächste Woche an. Das heißt, es ist auf jeden Fall viel los an diesem Wochenende. Aber ich hätte gern von jedem von euch einmal eine Furchtprobe, also einen Willenskraftwurf, um einfach zu schauen, wie ihr so dieses Ereignis am Freitag, in der Freitagnacht, so weggesteckt habt. Mit Wild Die, ne? Genau. Mit 3. Das ist nicht so gut? 3. Und eine 3 ist, glaube ich, nicht gut. Mein Würfel explodiert. Ich 3 ist kein Erfolg. Ihr braucht eine 4, um es zu schaffen. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich eure Bennys jetzt schon rausballern dafür. Aber gar kein Fall. Und ich bin ja hier Friday Cat und Failure 4 plus 2 on Fright Table. Ja, ihr müsst natürlich jetzt auf die Furchttabelle würfeln. Es kann aber auch sein, dass das nicht so super kritisch ist. Eine Sekunde kurz, weil ich sie natürlich nicht aufhabe. Wer hat's geschafft? Simon hat's geschafft? Ja, ich muss nur eben gucken. Ich glaube, ich hatte auch irgendein Talent, das gesagt hat, Furchtprobe ist irgendwas. Machen wir erst die anderen. Ja, ich glaube, der Rest hat nicht geschafft, ne? Okay. Ja, ich bin feige. Ich habe minus 2 Furchtproben. Das heißt, ich habe 7. Also ich habe es geschafft. Macht auch total Sinn, dass Robby das schafft und der Rest nicht. Ja. Robby kann halt gut mit Zahlen. Deshalb kann er saugut würfeln. Ja. Das ist der Exploit in diesem Pen and Paper. Der geht das einfach logisch an und deswegen ist das gar kein Problem für den. Der ist ja nicht emotional involviert. Wahrscheinlichkeit, dass das nochmal passiert. Ja. Gering. Okay, dann lasst uns mit Fat Joe anfangen. Du musst jetzt mit einem W20 bitte einmal würfeln. Ich hoffe, du hast eins am Start. Nein, Schreck. Genau, und da musst du dann was plus 2 drauf würfeln oder so. Das ja, plus 2, also. Und failed 4 plus 2 on Fright Table. Keine Ahnung, was das heißt. Was? 4 plus 2? Achso, nee, 4. On 4 plus 2. Ja. Ja, genau. Also du wirfst jetzt mit dem 20er und rechnest 2 drauf. Genau. Also eine 8.
Bei der Furchttabelle ist es je höher, desto schlechter. Man vielleicht schon daran nehmen, dass du 2 drauf addieren musst. Sorry, was hast du, eine 8? Ja, also 6 plus 2. Okay. Aber da ihr jetzt nicht im Kampf seid, ist es nicht so super kritisch. Du bist verwundbar. Was bedeutet, wenn dich jetzt jemand angreifen würde, wärst du im Nachteil aktuell. Das legt sich aber wahrscheinlich übers Wochenende. Ich bin ein sehr sensibler Mann, ich bin verwundbar. Dann lasst uns mal bei Leroy schauen. Mit welchem Würfel würfeln wir das? Mit dem 20er? Genau. Oder? Ja, 20er. Ja. Eine 18. Fantastisch. Du erhältst eine leichte... Ich mich normalerweise freuen würde. Du erhältst eine leichte Phobie, tatsächlich. Also du kannst dir überlegen, was dieser Abend in Heathers Zimmer für eine leichte Phobie bei dir ausgelöst hat. Das ist tatsächlich ein Handicap, das du dazu erhältst. Ich würde sagen, ich kann mich nicht mehr in engen Räumen verstecken. Alles klar. Also enge Räume. Denn die Erfahrung in Heathers Kleiderschrank war doch prägend. Der ist ganz voll, ne? Sorry. Voll mit Bikini-Oberteilen. Ja, voll mit Bikini-Oberteilen. Und was Leroy tatsächlich gemacht hat, er hat eine Sonnenbrille geklaut. Er hat Heathers Sonnenbrille geklaut. Mal sehen. Cool, wir können im Partnerlook gehen. Ich habe eine Nachtsichtbrille. Fantastisch, ja. Ich habe auch eine Nachtsichtbrille. Leroy, du erhältst jetzt -1 auf alle Proben, die in sehr engen Räumen stattfinden. Sehr gut. Und Heather, du darfst dann auch noch. 6. Du bist nur abgelenkt. Halb so wild. Das spielt für den Rest. Das spielt nach dem Wochenende zumindest keine Rolle mehr. Möchte jemand an dem Wochenende über die Sachen, die ich gerade beschrieben habe, hinaus etwas machen? Sonst würden wir direkt zum Montag springen. Am Samstag ist ja schon, soll ja schon das Ritual stattfinden. Also hätte ich die Gruppe versammelt, um sie zu überzeugen, dass wir versuchen herauszufinden, wo das Ritual stattfinden soll. Und ich würde Samstag schon noch in die Stadt gehen, um Fastfood-Lokalitäten zu finden. Das kannst du auf jeden Fall. wer würde Leroy begleiten? Oder wer würde ihm quasi folgen bei seinem... Ich nicht, weil ich die ganzen Ereignisse, die da in Heathers Zimmer passiert sind, für einen Traum halte und deshalb auch keine Angst habe. Ich auch, aber nur mit Camcorder. Ich bin natürlich von meinem Jojo-Ekstase-Wurf letztes Mal noch so motiviert und hab Bock, weiter Schellen zu verteilen. Deswegen komme ich natürlich auch mit, obwohl ich natürlich Angst habe. Alles klar. Okay, gut, das geht. Ich glaube, warte mal, was machen wir denn mal an? Egal, ich mach mal irgendwas an. Okay, dann habt ihr samstags natürlich neben all euren anderen Verpflichtungen noch ein bisschen Zeit investiert, um herauszufinden, was eigentlich und wo eigentlich so genau stattfindet. Und ihr konntet halt rausfinden, dass, das waren ja 2 Leute, die so Kapuzen getragen hatten, sahen ein bisschen nerdy aus, so, ne? Und standen auch eher am Rand, also nicht gerade die großen Partykanonen. Und ihr konntet halt rausfinden, dass die in einem nahegelegenen Park in Turin, und zwar im Parco Ruffini, sich abends treffen. Ihr spielt das aus, ich drop einmal kurz raus, ich muss was an meiner Kamera fixen. Eine Minute. Alles klar. Okay. Und könnt auch dementsprechend dort quasi hingehen. Ist das weit? Naja, es ist schon ein Stück von euren, also sind schon 20 Minuten Fußweg von euren Wohnheim. Also ich würde gucken, dass ich ein Auto mir besorge. Ja. Weil ich laufe nicht so weit. Also, ein Mietwagen willst du? Ein Mietwagen, ja. Oha, das kostet aber, ne?
Das ist okay. Wie viel Geld hast denn du so? Ich hab kein Geld ausgegeben. Okay. Wir sagen einfach mal, dass obwohl, mach mal eine Überredenprobe. Was? Okay. Ja, in Wir Italien sechs. Geht nichts, ohne zu feilschen. Den Autovermieter. Der macht sich Sorgen, dass die Sitze am Ende alle durchgesessen sind, wenn er das Ding explodiert. Nice. Okay, sehr gut. 10. 10, okay, geil. Ja, dann kriegst du tatsächlich einen schönen kleinen, aber Viertürer, also wunderbar. Für die Gang. Ja, für die Gang. Okay, ihr könnt dann mit dem Auto zum Park fahren, Gott sei Dank. Spart ihr euch 20 Minuten Fußweg. Und der Park ist. 20 Minuten, um einen Parkplatz zu finden. Ja, das schon. Aber ihr sitzt dabei. Ich bin zufrieden. Und der Park ist recht groß. Und ihr schaut euch dort um und lauft da so ein bisschen rum. Da gibt es Spielplätze, da gibt es auch so ein, zwei Restaurants und so. Und plötzlich kommt ihr auf so eine recht große Wiese. Und auf dieser Wiese sind so 20, 30 Leute. Und ihr seht auch, also Leroy, du erkennst auch die beiden von der Party wieder, die auch wieder da so sitzen, schwarze Pullover, Kapuzenpullover, die sie so ein bisschen emo-mäßig drüber haben. Und alle stehen da so rum und die tragen so schwarze Umhänge unter ihren Klamotten und haben so Getränke in den Händen und quatschen gerade so locker rum. Und okay. Es ist so, jeden Augenblick beginnt der Sonnenuntergang. Also Leute, ich glaube, wir sollten uns das erstmal angucken und nicht direkt wieder schälen verteilen. Ich bin deiner Meinung, Fred Joe. Ich glaube auch, wir sollten uns eine Bank suchen und aus der Ferne zuschauen. Mhm. Möchte jemand vielleicht ein Sandwich? Oh ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ich zauber 3 Sandwich aus meiner Tasche. Sehr gut. Ja. Und kurze Zwischenfrage, war von dem Weihwasser noch was übrig? Also theoretisch würde ich jetzt fairnesshalber sagen nicht, weil ich habe es ja auf die Stimmt. Person drauf. Ihr habt es ja drüber gekippt. Aber ich hatte auch noch die Nadel in der Hand, oder? Ist die mit verschwunden? Nee, die Hutnadel habt ihr noch. Okay, perfekt. Noch perfekt? Ich weiß nicht. Hast du sie vielleicht in etwas eingepackt, wo sie nicht rauskommt? In Alufolie zum Beispiel. Ich überlege noch. Ihr beobachtet die Situation so eine ganze Weile. Und als der Sonnenuntergang einsetzt und der Himmel so ein bisschen anfängt, rötlich zu werden, scheint sich diese Gruppe da so neu zu organisieren. Und die fangen an, ihre Jacken auszuziehen. Und ihr seht, dass die da drunter, manche haben Umhänge, aber manche haben auch sieht aus wie selbstgebastelte Kettenrüstung oder sowas. Und plötzlich ertönt so ein lautes Geräusch. Und ja, die fangen an, sich zu bekämpfen oder so. Es sieht für euch so aus, als würden die sich gegenseitig Zaubersprüche entgegenrufen und einer so, hilf mir! Und geht so zu Boden und ihr könnt nicht so richtig. Also, das wirkt doch sehr, sehr komisch. Ich schalte die Kamera aus, das lohnt nicht. Ich bin geplättet und überlege noch, ob ich dazwischen gehen soll oder nicht. Also, gehen Sie mit Waffen aufeinander zu? Was passiert? Nee, manche holen so Gummischwerter. Und manche halten so große Bücher und rufen so Zauberformeln und so. Und es kommen an eurer Bank kommen auch zwei Leute vorbei, die auch dahin gehen und ihr hört die so sagen: Ja, Mann, heute zeigen wir es den Werwölfen. Aber so richtig, wenn's gleich losgeht. Ich hab gehört. Warte mal. Ich hab gehört. Wo sind die denn?
Werwölfe, die sind so safe Team Jacob, kann ich gar nichts mit anfangen. Na egal. Ich habe gehört, unser Team hat diesmal richtig gutes Ritual vorbereitet. Das wird klasse, wenn wir das spielen, das ist unser Trumpf. Und die gehen so an euch vorbei. Und ihr seht auch hinten in der Ecke tatsächlich die beiden aus der von der Party, die so ein dickes Buch in der Hand haben und so wälzen und so ein bisschen panisch aussehen. Kann man die beiden noch ansprechen, also die an uns vorbeigelaufen sind, oder sind die schon... Ihr könnt ihnen theoretisch noch zurufen, die sind schon so 2-3 Meter weiter, aber... Ja. Ey Leute, wir haben Bock mitzumachen, was passiert denn hier? Die gucken sich so gegenseitig an, so... Ja, ich weiß nicht so, ob das was für euch ist, das ist hier ein Kampf, Vampire gegen Werwölfe. Wir sind auf jeden Fall gegen Vampire, das kann ich dir sagen. Okay. Oh ja, das stimmt. Ja, also wir sind. Ja, das ist schlecht. Wir sind im Team Vampire und wir werden es heute den Werwölfen so richtig zeigen. Also. Mal gucken, ob er da ankommt. Ja. Ich wende mich so ein bisschen an Heather. Sag mal, glaubst du, das hat irgendwas mit dem komischen Scheiß zu tun, der gestern Abend passiert ist? Nee, ich glaube, wir sind einfach nur super uncool. Ich verstehe auch überhaupt gar nicht, was wir hier machen, ehrlicherweise. Okay. Ja, könnt ihr uns die Spielregeln erklären? Das würdet ihr nicht verstehen. Und die beiden lachen so ein bisschen und winken so ab. Nichts für ungut, aber das muss man... Also, und er zeigt so und zeigt hier so ein paar Abzeichen. Also, ich bin schon das vierte Jahr dabei. Und also, da muss man sich schon sehr lange mit auseinandersetzen und so. Und du siehst ja auch, wir haben die Regelwerke nicht dabei, wir kennen das alles aus dem Kopf. Und da kann man nicht so... Wenn ihr einsteigen wollt, dann meldet euch am besten bei Ralf. Aber der ist jetzt beschäftigt, ist jetzt beschäftigt heute. Wo finden wir den Ralf morgen? Der sitzt immer in... hier im Café, ihr wisst schon, hier im Park, da gibt's doch dieses Café. Café Luigi? Ja, doch, ja, kennen wir. Ja, der arbeitet da. Cool, danke. Da könnt ihr euch anmelden, wenn ihr wollt. Aber die Aufnahmeprüfung, huiuiui, das schaffen nur die Besten der besten Vampire. Ja, wir sind ja Werwölfe. Ja, dann ist sowieso alles verloren. Und sie gehen weiter. Und sie gucken noch so ein bisschen, ihr habt das Gefühl, sie gucken ein bisschen abwertend auf euch. Und für euch macht das nicht so richtig. Nicht so richtig. Leute, das sind Freaks. Wenn es relevant wäre, dann wäre es nicht optional gewesen. Ja, ich hab ein bisschen das Gefühl, die machen hier gleich freaky Roleplay. Das ist nicht so meins. Robbie wäre hier, glaube ich, ganz gut aufgehoben gewesen, aber... Vielleicht eine ziemlich gute Möglichkeit, die Hutnadel loszuwerden. Wie wär's? Die würden ganz schön dumm gucken, wenn heute Nacht plötzlich wirklich ein Vampir bei denen im Zimmer steht. Gemein. Wow. Okay. Ich habe die Hutnadel aber gar nicht dabei. Ja, das ist super tuff. Sollten wir die Hutnadel vielleicht eigentlich mal zurück ins Museum bringen? Ich muss nämlich sagen, ich brauche so eine Nacht nicht nochmal, ehrlicherweise. Nee, doch, stimmt. Das ist eine sehr gute Idee. Das sollten wir, glaube ich, tun, ja. Ist halt leider Samstagnacht, also. Ich glaube, das Museum hat nicht mehr auf. Nee. Ja, also auf jeden Fall scheinen sich die Vampire gerade zu versammeln, um ihr großes Ritual vorzubereiten. Und wollt ihr noch da bleiben oder verlasst ihr den Ort? Ich bin nicht mehr interessiert. Ich hab Hunger. Ich bin auch ein bisschen schlecht gelaunt, weil wir echt viel laufen mussten.
Nee, also ich schließe mich, ich bin schon beeindruckt, also vor allem der Spruch, dass er das Regelwerk und die ganzen Plays anscheinend alle auswendig kennt, das hat mich schon, also als Footballer hat mich das schon sehr beeindruckt, aber ich schließe mich natürlich der Gruppe an, wie immer. Ich glaube, in dieser Gruppe wäre auch wahrscheinlich Heather die Tonangebende. Also, ich bin auch für los. Alles weg klar. Hier. Okay, dann, wie gesagt, der Rest des Wochenendes verläuft so wie beschrieben. Ihr habt noch einiges auf dem Zettel und einiges zu tun. Und seid deswegen auch relativ durchgehend beschäftigt. Habt ihr doch alle eine Mail bekommen. Und zwar von Robert, Sarah, eurem Betreuer, euch doch bitte am Montag um 9 in seinem Büro einzufinden. Und Nun ist es Montag um 9 und ihr betretet das Büro und ihr seht... Ich würde die anderen gerne vorm Büro kurz treffen. Ja, ihr trefft euch vorm Büro. Leute, ich habe Freitag was geträumt. Das war weird. Wir waren alle in Heathers Zimmer und dann kam dieser komische Vampirgeist, weil wir die Hutnadel hatten. Mein Gehirn ist irgendwie merkwürdig drauf. Das muss an der Party liegen letzte Woche. Als du den Freitagabend ansprichst, wird mir ein bisschen unwohl wieder und ich fange an zu essen. Ich guck so in die Runde und sag so, wer sagt's ihm? Robby, das ist wirklich passiert. Das ist eins von diesen Auslandssemester-Prank-Ritualen, die man macht. Wurde nicht irgendjemand verletzt? Du. Wurde ich verletzt? Ja. Wo nochmal? Hier so in der Schulter oder so, ne? Ja. Ich meine mal wohl, ja. Okay, ich habe heute über meinem Bikini-Oberteil noch einen Crop-Top an, aber ich ziehe das so runter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bis man diese Wunde sehen kann und sagt so, Robby, guckst du hier? Der hat mich mit seiner Hutnadel direkt hier in die Schulter gestochen. Glaubst du es uns jetzt? Als wenn Robby da hinguckt. Ja, ich kann da nicht hingucken. Einmaliges Angebot, so stellt sich Robby die Opportunity okay. Nicht verbieten. Ist schon okay. Übrigens, die Nadel sollten wir vielleicht auch noch irgendwie loswerden heute. Die ist noch in einem von Robbys Algebra-Büchern. Was? Was macht die denn in meinem Buch? Ja, ich dachte, hoffentlich nicht rauskommt. Das war so dick und schwer und ich dachte, da geht keiner dran, weil Algebra und dann habe ich die mal da reingetan. So. Ich hole das Algebra-Buch raus und schlag das auf. Willst du die wieder nehmen hier? Bitte? Nee, lass die doch im Buch, Mann. Lass die doch im Buch. Ich will die aber nicht haben. Es ist jetzt 9:01 Uhr. Er steht noch vor der Tür. Heather! Ich ignoriere Robby und klopfe an der Tür. Fetch okay. Ich nehm Robby das Ding ab und habe so eine Brotdose dabei und tu die da rein. Alles klar. Ihr öffnet die Tür und jetzt ist es aber noch mal kurz wichtig zu schauen, was hat eigentlich Robby heute für ein Curse? Ich spiele dir mal deine Karte aus. Das ist ein Pik-König, was so viel bedeutet wie Illness results in a level of fatigue for the session. Mist. Dir geht's heute nicht gut, weiß nicht genau was. Vielleicht liegt es daran, dass dir gerade klar geworden ist, dass es kein Traum war am Freitag und dir ist sofort übel geworden. Und du hältst eine Stufe an Erschöpfung. Mist. Und Heather, du bist ein Party-Animal, weshalb du bitte auch einmal würfeln musst auf den passenden Skill, der da wäre. Sekunde. Konstitution, glaube ich. Vigor Roll at -2. Genau, dann mach bitte eine Konstitutionsprobe, weil jeder weiß, auch in Italien gehen sonntags gute Partys. Die besten. Na sicher. Kann man Erschöpfung irgendwie loswerden? Kann ich mich ausruhen nachher oder so? Eine 2 habe ich. Ja, mit Ausruhen kann man das theoretisch wegkriegen. 2 - 2 sind 0, was bedeutet, dass du auch für 12 Stunden eine Stufe Erschöpfung hast. Du bist ein bisschen verkatert von gestern. Ja, ich kenne mich nicht anders.
Und ihr betretet das kleine, aber feine Büro von Roberto und Laura. Und sie sind auch beide da. Roberto sitzt hinterm Schreibtisch, während Laura gerade an so einem Regal mit Büchern oder mit Akten, besser gesagt, zugegen ist. Und als ihr reinkommt, steht Roberto auch auf und sagt, guten Tag, guten Morgen, setzt euch doch bitte und deutet auf Stühle, die vor seinem Dankeschön. Schreibtisch stehen, und er setzt sich auch und ist ein bisschen nervös, wirkt er irgendwie so, wie geht's euch? Und Laura unterbricht ihn sofort und sagt so, bisschen mehr Feingefühl, Roberto, was ist denn nur los mit dir? Wir haben euch heute hier einberufen, weil ihr ja nun schon in eurer ersten Woche schon an zwei sehr unschönen Situationen beteiligt wart. Und die Party war nicht so gut. Ja, wir wollten uns einmal zum einen erkundigen natürlich, wie es euch gerade geht, und euch natürlich auch versichern, das ist sehr schön, Robby. Geht so. Möchten Sie, ich habe hier in wühlt so in der Schublade rum, ich habe hier so Kaubonbons gegen Übelkeit. Ja, bitte, das wäre nett. Ja? Danke. Ja. Hier, weißt du was, nimm die ganze Packung. Danke. Weil vielleicht, wir haben es ja jetzt auch nur am Rande gehört, und ich wollte, wie gesagt, versichern, dass wir, während die Polizei jetzt quasi noch daran arbeitet an den Fällen, die Sicherheit verstärken in den Studentenwohnheimen. Das heißt, wir haben jetzt zwei Sicherheitskräfte, die halt nachts die Gänge patrouillieren und aufpassen. Aber ich denke, dass es sich wohl sehr bald klären wird, was dort für schreckliche Unfälle passiert sind. Wie geht es Ihnen denn damit? Und vielleicht, was können Sie noch mal erklären, was genau los war? Was passiert hier im Hintergrund gerade? Carlo schleudert eine Socke. Ach so. Ich nehme die Brotdose und stelle die Brotdose auf den Tisch, und das ist eine durchsichtige, also sprich, man sieht die Hutnadel. Mhm. Ich habe das Gefühl, diese Brotdose erklärt das Dilemma. Punkt 1, ich habe kein Brot mehr. Punkt 2, diese Hutnadel scheint irgendwie verhext zu sein. Wir haben diese Hutnadel gefunden bei der Studentin am Freitagmorgen, und am Freitagabend wurden wir durch diese Hutnadel von etwas angegriffen. Ich glaube immer noch nicht, dass das wahr gewesen sein kann. Ich muss das geträumt haben. Elsa, zeig deine Schulter. Nein, nicht schon wieder. Wie kann man sich vorstellen, ein Mensch hat sie angegriffen? Nicht wahr? Das war ja das, was die Polizei sagte. Jemand hat sich unerlaubt aufgehalten in dem Wohnheim. Genau, also wir waren zu fünft abends in Heathers Zimmer. Und dann kam noch ein Typ. Classic. Und wir haben Marky Mark gesagt, er soll sich unters Bett legen. Und ich war im Schrank versteckt. Und Robby war unterm Tisch versteckt. Und Fat Joe, wo warst du eigentlich? Hinter den Gardinen. So. Genau. Und Heather hat im Bett gelegen. Hm. Und dann kam auf einmal dieser Typ ins Zimmer, und dann haben ihn alle angegriffen, und er hat Marky Mark angegriffen, und dann wollte ich ihn tackeln, aber ich bin durchgeflogen, und dann weiß ich gar nicht, dann habe ich Weihwasser auf meine Hände genommen, und dann konnte ich ihn doch nicht mehr hauen, weil dann hat Fat Joe schon das Wasser auf den komischen Geist oder was auch immer. Das war wirklich seltsam. Die Laura und Roberto gucken sich so an und gut. Das hört sich ein bisschen nach Trauma an, muss ich sagen. Das klingt auf jeden Fall nach keinem schönen Erlebnis, und wir können nur hoffen, dass es nicht nochmal vorkommt. Also ich weiß ehrlicherweise nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Also irgendjemand muss sich ja heimlich da reingeschlichen haben. Es klingt ja fast nach einer geisterhaften Erscheinung. Würden Sie das auch so sagen? Ja.
Ja, wir haben diese Hutnadel ja von dem Vincenzo, wie auch immer, aus diesem sehr schrägen Museum gefunden bekommen. Das scheint, also ich kann das nicht erklären, aber es scheint Zusammenhänge zu geben. Weißt du, da ist vielleicht ein GPS-Chip in der Hutnadel? Das kannst du doch bestimmt rausfinden. Ich schaue mir die Hutnadel an, ob da ein GPS-Chip drin ist. Da ist kein GPS-Chip drin. Nee, ist nicht. Es kann nicht die Hutnadel sein, es ist kein GPS-Chip drin. Ist also wie dem auch sei. Kein technisches Gerät. Es wäre wahrscheinlich ratsam, dass das Museum diese Hutnadel zurückbekommt. Am besten geben sie mir die mal und ich kläre das mit dem Museum. Nice. Ja, ich gebe sie natürlich ab. Mhm. Ich würde die an eurer Stelle, bis ihr sie abgibt, in ein Safe tun. Ja, wir werden uns direkt das Museum kontaktieren und dafür sorgen, dass sie schnellstmöglich dahin zurückkehrt. Also Dinge aus dem Museum zu entwenden ist natürlich eine andere Sache, aber bei all der Aufregung, die sie jetzt schon in den ersten Tagen hatten, wollen wir da mal drüber wegsehen. Es wird sich vielleicht freuen zu hören, dass es Giovanna und Marco soweit gut geht. Beide können heute schon wieder am Unileben teilnehmen. Das heißt, sie sind ab heute schon wieder da, sind beide gestern Abend aus dem Krankenhaus entlassen worden. Und ja, also, was ich noch sagen wollte, die Giovanna, die ist eine sehr, ja, sie hat nicht so viele Freunde und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt gerade für sie eine sehr schwere Zeit ist nach all dem, nach der ganzen Aufregung, die sie hatte. Wir sollten mal fragen, wie es ihr geht, ja. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob sie, da sie nun die Ersten waren, auch die ihr geholfen haben quasi, ob sie vielleicht einfach mal ein Auge auf sie werfen könnten. Ich spiele lassiv mit meinem Jojo. Mhm. Hot. Klar, gar kein Problem. Okay, gibt es sonst noch irgendwas, was wir für sie tun können? Wir waren am Samstag bei einem ganz komischen Ding. Da haben irgendwie Vampire gegen Werwölfe gekämpft im Park. Das klingt doch nach einer schönen Aktivität. Also scheint mir ja eine Art Theaterstück gewesen zu sein. Kennt ihr einen Ralf? Ach so, ja, stimmt. Der veranstaltet hier so eine Art Theatergruppe oder sowas, was das ist. Ah, ich dachte, das wäre ein Sport. Okay. Doch, nee, nur Freaks. Das ist irgendwas mit, genau wie ihr sagt, Werwölfe gegen Vampire oder so. Ich glaube, die verkleiden sich regelmäßig oder sowas in der Art. Da kann man aber sich für eintragen, wenn man möchte, aber ich weiß nicht, ob das was für sie Leo, ist. Ich glaube, die spielen dein Lieblingsbuch nach. Du siehst ihn kurz erröten, weil natürlich hat er das von Ende komplett ausgelesen und bei Amazon die nächsten Teile bestellt. Was? Nein, wieso? Was meinst du? Na gut, ihr, wenn es weiter nichts gibt, seid ihr entlassen und könnt in den Uni-Alltag starten und habt auch quasi, ja, alle unterschiedliche Vorlesungen, vermute ich jetzt einfach mal, keine Ahnung, was ihr so für Fächer habt. Und es ist so die letzte Stunde vor der Mittagspause und Fat Joe, du sitzt gerade in einer Vorlesung über keine Ahnung, was du für eine Vorlesung haben könntest. Economics. Ja. Und du hast gerade, Aufmerksamkeitsspanne ist schon so fast vorbei, ne? Also es ist schon kurz vorm Ende. Und der Typ neben dir lehnt sich so zu dir rüber. Hey, du. Ja. Ey, sag mal, du kennst doch diese Giovanna, ne? Ja, die Jojo-Spielerin. Jojo spielt die.
Ja, habe ich dir beigebracht. Am Donnerstag. Die ist cool. Cool, findest du die? Ja, die mag Jojo. Ja, soll ich dir mal Jojo zeigen? Und leg das Jojo auf den Tisch? Die ist ein bisschen crazy, oder? Die ist ein bisschen crazy drauf. Ja, kann sein, ja. Sie mag vor allem Hutnadeln. Ja, ne, erstmal, was hatte die an letzte Woche auf der Party? Ich meine, okay, wo wollte die hin? Auf eine Beerdigung? Und dann, jetzt ist die heute, dann war die irgendwie, übers Wochenende hat sie keiner gesehen und jetzt ist sie wieder da. Und jetzt hat mir irgendwie jemand erzählt, die läuft irgendwie schreiend durch die Gänge oder so. Jetzt schon wieder? Ja, was ist denn los mit der? Ich bedanke mich und gehe natürlich direkt raus aus dem Klassenraum. Hallo? Ich rede mit dir. Und der Lehrer so, hallo? Ich rede mit euch. Sorry. Mi scusi. Haben wir sowas wie eine... Das ist ja, wir haben kein WhatsApp, aber haben wir irgendwie eine Nachrichtengruppe? Ja, ihr könnt euch irgendwie... Ihr könnt euch Nachrichten schicken. Ja, Mann, ihr habt ICQ. Ja, ihr habt ICQ. Ich schreibe euch, dass scheinbar unsere gute Kollegin mal wieder auf den Gängen ist und bin natürlich direkt auf dem Weg dahin. Langsam. Langsam. Ja, ihr sitzt auch noch im Unterricht und kriegt alle eine ICQ-Message. von Fat Joe. Ich mache mich sofort auf den Weg auf den Gang. Leroy ist in einer echten Pattsituation, denn das FOMO schlägt jetzt gerade doppelt zu. Zum einen will er natürlich nicht verpassen, was auf dem Gang passiert. Zum anderen will er aber auch wirklich nicht das Ende der Vorlesung verpassen. Und das ist jetzt also... Mach mal eine Willenskraftprobe, ob du dich aus der Vorlesung traust. Ach, unsere Vorlesungen sind noch gar nicht vorbei. Dann bleib ich natürlich sitzen, um Gottes Willen. Also, ich dachte, jetzt Schicht und wir können uns treffen. Nee. So, ich hab's nicht geschafft. Ich kann mich von der Vorlesung nicht lösen. Okay, so ein bisschen hibbelig bleibst du, aber in der Vorlesung, ja. Also mir sind ja die Vorlesungen auch egal. Ich bin ja nicht wegen der Uni studieren gegangen, sondern einfach nur, weil ich in die Großstadt wollte. Ja. Deswegen halt auch Economics. Und Hedda, was machst du? Ja, also mir sind die Vorlesungen natürlich auch egal, einfach weil ich weiß, dass ich zu was Größerem berufen bin. Und ich melde mich. Mhm. Warte, bis ich drangenommen werde. Der Lehrer kriegt nicht mit, dass du dich... Der Professor kriegt nicht mit, dass du dich meldest. Er ist so in seinem Vortrag und rattert einfach. ja? Hedda? Ich mal auf Toilette. Das ist die Uni, sie können auf Toilette gehen, wann immer sie wollen. Und ich packe alle meine Sachen zusammen, packe sie in meine Tasche und verlasse den Raum. Bis bald! Ich drehe mich noch so um, mache ein Peace-Zeichen und eine Kaugummiblase und lasse die Tür zufallen. Und dann gehe ich in Richtung Gang und überhole Fat Joe wahrscheinlich auf dem Weg dorthin. Hey, ich musste kurz noch bei der Kantine rein. Ja, und ich frag ihn direkt. Was ist los? Ich bin auch richtig, also ich bin wieder in meinem alten Muster verfallen. Ich bin panisch, esse, rede dabei. Der war ein Typ in der Vorlesung. Der hat gesagt, dass die Joanna, dass sie wieder durch die Gänge rennt. Und bleib kurz stehen, weil das war ganz schön anstrengend. Und glaub weiter. Ich mache erstmal iRoll 3000. Weil ich einfach genervt bin, dass ich jetzt an der Backe habe, mich da um diese schlecht angezogene Kommilitonin zu kümmern. Okay, komm runter, lass uns einfach kurz nachgucken. Ich hoffe einfach, uns sieht niemand auf diesem Gang. Und wir gehen in Richtung... Wir folgen dem Schreien. Ihr hört tatsächlich keine Schreie und ihr wisst ja aber auch nicht wo, also auf welchem Gang sie gewesen sein soll und wo sie gerade ist. Ich dachte bei sich vom Zimmer. Hab ich jetzt auch gedacht. Sie ist nicht also in ihrem... wir gehen auf jeden Fall dahin. Ja, ihr geht zu ihrem Zimmer, aber sie ist nicht da
Und aber um das mal abzukürzen, ihr geht dann danach in die Mensa tatsächlich. Nochmal? Oh. Ja, nochmal, weil es ist jetzt aber auch Mittagspause offiziell. Und da trefft ihr auch auf Robbie und Leroy. Und ihr seht halt schon, dass in der rechten Hälfte der Mensa sitzen ganz viele Leute ganz eng auf einem Platz. Und links sitzt nur Giovanna ganz alleine hinten in der Ecke und scheint was zu essen. Also ich gehe erstmal was zu essen. Weil ich bin natürlich jetzt im ersten Schritt erleichtert, dass hier scheinbar wohl auf ist und deswegen kann ich jetzt erstmal essen. Es gibt Spaghetti mit Fleischklößen. Oh ja. Na klar. Und für die Vegetarier gibt es Zucchini. Einfach nur Zucchini. Groß. Eine Zucchini. ich begebe mich zu Giovanna tatsächlich. Ja. Same. Direkt hinterher. Sie guckt nur so kurz hoch und hallo. Und stochert so in ihrem Essen rum. Wie geht's dir? Geht's dir besser? Ja. Geht schon besser. Klingt jetzt aber noch nicht so richtig überzeugend. Die Ärzte haben gesagt, es ist alles in Ordnung. Aber weißt du jetzt, was da passiert ist genau? Das ist alles ein bisschen komisch. Ich habe keine Ahnung, vielleicht. Und jemand ruft von den anderen Tischen rüber: Hey, bleibt mal weg von der Verrückten lieber! Sonst erwischt es euch auch noch! Wir waren bei Giovanna, bevor der fatalen Nacht, ne? Ja. Ich rufe also zurück. Ja. Psychische Krankheiten sind nicht ansteckend. Das musst du gerade sagen! Sie weiß also eigentlich nicht, was bei uns passiert ist, oder? Nee. Nee, deswegen Real Talk Heather ist am Start und beugt sich so zu ihr über den Tisch und sagt so: Okay, Giovanna, hör mal zu, ja? Du hast diesen Freak in dein Zimmer Simone'd, wie auch immer man das auf Deutsch sagt, ich bin aus Amerika, und wir haben das Gleiche gemacht und der Typ war auch in meinem Zimmer und wir wären fast gestorben. Und ich möchte gefälligst wissen, was für eine Freakshow du hier abziehst. Wie kommst du überhaupt darauf, diese Buchstaben zu klauen, uns alle in Gefahr zu bringen und uns nicht zu sagen, was das für eine freaky Scheiße ist? Aber wir haben die Hutnadeln doch dann... wir haben sie doch auch geklaut, weil du das wolltest, Heather. Ja? Ach ja, Leroy, aber sie hätte uns ja warnen können. Okay, ja. Leute, bleibt doch natürlich ruhig. Wir müssen das vernünftig und sachlich angehen. Es tut mir ja leid. Ich wusste ja auch nicht, dass sowas passiert, wenn ich Hutnadeln mir mal ausleihe, kurz. Es ist okay, es ist nicht schlimm, wir müssen jetzt nur das Beste aus der Situation machen. Aber heißt das, ihr habt auch den Mann gesehen? Wir haben ihn nicht nur gesehen, wir haben ihn auch fertig gemacht. Ihr habt ihn fertig gemacht? Ja, wir haben Weihwasser gehabt. Und wann war das? Ich merke natürlich die Vibe zwischen Fat Joe und Giovanna und ich sage, guck so in Fat Joes Richtung und sage, Fat Joe hat ihm richtig gezeigt. Du hättest dabei sein müssen. Aber wann soll das gewesen sein? Freitagabend. Und deshalb ist jetzt ganz wichtig, dass wir alle Informationen austauschen, die wir haben, damit wir wissen, was wir als nächstes tun sollen. Okay. Die will ich so hier mit der Sprache rausrücken. Mach mal eine Überredenprobe, Robby. Oh nein. Hab ich überreden? Ja. Ich habe einen starken Viererwürfel auf Überreden. Was soll schief gehen? Du hast ja noch ein paar Bennies. Der gute alte Viererwürfel. Oh Gott, eine 2 und eine 3. Einen Benny gebe ich aus, komm. Soll der Geiz. Nimmst du mir einen weg?
Nichts lieber als das. Der Vierer explodiert. Oh. Ja, tsching. Und eine 2 sind 6, minus 1 Erschöpfung sind 5. Du hörst sie aber nur so ganz leise nuscheln, weil sie traut sich nicht wirklich laut auszusprechen. So. Ich glaube nicht, dass die Sache vorbei ist. Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass der weg ist. Ich so, zumindest nicht endgültig. Morgen. Ich habe doch mit meinem Jojo, das war doch mega krass. Das ist doch. Irgendwas hat mich heute Morgen im Flur. Da war. Irgendwas war hinter mir und ich habe mich umgedreht und der Flur war leer und ich. Zwischendurch habt ihr das auch, dass manchmal so wie so Gänsehaut, als würde sich was durch den Raum bewegen. Haben wir ich das? Ich merke das die ganze Zeit. Könnt ihr nicht so wirklich sagen. Okay. Giovanna, hast du noch welche von den Hutnadeln übrig behalten? Nee, in meinem Zimmer sind keine mehr. In deinem Zimmer sind keine? Aber sonst? Hast du irgendwas anderes aus dem Museum? Ich habe keine mehr. Als ich aus dem Krankenhaus nach Hause kam, waren die Hutnadeln nicht mehr da. Gott sei Dank. Ja. Das waren wir übrigens. Du hast auch nichts anderes aus dem Museum bei dir? Nein, ich habe nur Aufzeichnungen natürlich. Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, aber mehr auch nicht. Können wir die Aufzeichnungen mal sehen? Habt ihr euch eigentlich Essen geholt? Ich schon. Außer Fat Joe? Wir saßen da ja vorher schon, da waren wir doch sicherlich schon gegessen, oder? Heather braucht nichts essen, die hat Kaugummi. Nee, ihr habt noch nicht gegessen, ihr seid jetzt quasi zu Pausenbeginn da reingekommen. Okay. Ich habe mir noch nichts geholt, ne? Was? Können wir deine Aufzeichnung mal sehen? Ja. Und sie holt ihre Aufzeichnung raus und sie hat sich Sachen aufnotiert zu unterschiedlichen Mördern, die in diesem Büro dargestellt werden. Ich würde das mit Recherche mal durch überfliegen und gucken, ob mir da irgendwas auffällt, was mit diesen Erscheinungen, die wir in letzter Zeit gesehen haben, in Zusammenhang stehen könnte. Brauchst du aber nicht drauf würfeln. Also sie hat sich quasi über Vincenzo auch nochmal die Sachen aufgeschrieben, die ihr quasi auch im Museum schon erfahren hattet. Aber nur über ihn? Oder auch über andere? Sie hat auch noch über 2, 3 andere Leute sich Sachen notiert. Wissen, nochmal ganz kurz Recap, als wir bei ihr im Krankenhaus waren, haben noch 2 von uns so eine Spiegelung gesehen in der Scheibe. Mhm. War das der Dude, der dann auch in meinem Zimmer, war das Vincenzo oder sah der anders aus? Sah schon so aus wie der. Okay. Das beruhigt mich ja schon mal. Okay, das fällt Leroy jetzt auch praktisch wie Schuppen von den Augen. Giovanna, ich glaube, als wir dich im Krankenhaus besucht haben, habe ich auch so einen Schatten gesehen. Fetcho, hast du den nicht auch gesehen? Ja, wow, krass, das hat. Erzähl mir das nicht, ey. Ich hab's fast wieder vergessen. Fetcho, mach mal eine Wahrnehmungsprobe, bitte. Oh. Oh, da bin ich auch noch gut drin. 8. Eine 6. Also im 6er Würfel, der ist jetzt quasi explodiert. Sehr gut. Dann nochmal. Du kannst noch weiter würfeln, wenn du willst, aber der Erfolg ist noch eine 6. Oh Gott, 2 Explosionen. Oh Gott. Du siehst 4000 Geistervampire 3. Um dich rum. Alles klar. Als Leroy dich anspricht, hast du gerade dein großes Glas Cola leer getrunken. Und in dem Moment, wo es leer ist und du es absetzen willst, spiegelt sich in diesem Cola-Glas was hinter dir. Ich erschrecke voll und hau mein Essen sogar vom Tisch. Holy shit! So was ist ja noch nie passiert. Hast du das gesehen? Was war? Direkt in meinem Glas habe ich was
was gesehen. So wie im Krankenhaus. Alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede. Und ich nehme so ein Fleischbällchen vom Boden und es ist schnell. Vom Boden, ja. Du siehst ihn also auch noch. Hast du das gesehen, Alter, oder was? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich hab's nicht gesehen. Aber sie hat's gesehen. Ich zeig auf. Die Gute. Sie guckt sich um. Wo hast du heute Morgen genau diesen Geist gesehen? Psst. Ich glaube, er ist hier. Merkt ihr das? Bringt mir gerade mein Talent psychically sensitive was? Ich kann übernatürliche Wesen wahrnehmen. Ja. Kannst du gerne drauf würfeln, wenn... Das ist Wahrnehmung dann, ne? Wahrnehmung plus 2. Ich habe einen 8er Würfel und ich habe plus 2 auf diesen Wurf. Eine Sekunde. Das ist eine 8, der explodiert. Eine 5, 13 plus 2 sind 15. Minus 1 aber noch, ne? Minus 1 sind 14, ja, du hast recht. Trotzdem, ein Erfolg und 2 Steigerungen, das ist mega gut. Du konzentrierst dich so ein bisschen und versuchst das halt wahrzunehmen, weil du glaubst ja auch nicht unbedingt an ich weiß nicht, wie sehr du überhaupt an Übernatürliches so glaubst, aber du hast schon das Gefühl, dass du hin und wieder mal, hallo Dark Saros, schön, dass du da bist, dass du hin und wieder mal mal Dinge wahrgenommen hast schon, die andere nicht so wahrgenommen haben. Und du hast das Gefühl, du kannst es nicht wirklich sehen. Es fühlt sich nicht so an, als würdest du es sehen. Aber du spürst so eine Aura, die hinter Fat Joe und Giovanna ist. Und diese Aura, du genau in diesem Moment, wo du sie wahrnimmst, merkst du, dass diese Aura nach Giovannas Arm greift. Und alle sehen plötzlich, dass Giovanna ihren Arm auf den Tisch runterdrückt und ziemlich angespannt wirkt und irgendwas mit ihrem Arm passiert. Hinter euch, und ich versuche den Arm da so wegzuboxen bei Giovanna. Und ich fange auf jeden Fall an zu filmen. Giovannas Arm, Giovannas Hand, die sie versucht auf den Tisch zu drücken, greift nach ihrer Gabel und schnellt auf ihr Gesicht zu, während sie versucht, diese Hand wegzuhalten. Ich versuche sofort, den Arm auch festzuhalten. Und ich aus Reflex lass mein Jojo. Ich hab gedacht, du schmeißt vorne ein Fleischbällchen auf die Gabel. Auf gar keinen Fall. Okay, mach mal eine Athletikprobe bitte. Fat Joe für deinen Jojo. Und wer Athletik greift... Athletik für Jojo? Scheiße. Ach so, nee, kämpfen, sorry. Kämpfen, ne? Ja. Ach, Gott sei Dank. Also Athletik wäre auch legitim, aber... Wir nehmen Kämpfen, weil... Bei mir nicht so! Ist ja deine Waffe. Ich will den Arm festhalten. Genau, Leroy hält den Arm fest, dann mach mal bitte eine Stärkeprobe. Stärke, ja. Also ihren Arm, ne? Du siehst ja nichts von der... Ja, ihren Arm, ja. Also ich habe versucht, den übernatürlichen Arm wegzuboxen, ne? Nicht ihren. Genau. Machen wir eins nach dem anderen. Ja, alles gut. Mein Würfel ist explodiert. Jawohl. Meiner nicht. Uiuiuiui. Warte, ich muss ich muss für ihn auch würfeln. Was ist denn der richtige? Der hier, ne? Was hast du gewürfelt? Eine 9. Sehr gut. Du schaffst es auf jeden Fall, ihren Arm so ein Stück runterzunehmen. Petro, was hattest du gewürfelt? Ich benutze einen Benny, habe ich gewürfelt. Ah, so. Ja, auch gut. Eine 7. Eine 7 und ja. Ja, verwüstliche Musik, ey. Dein Jojo liegt durch die Luft. Aber denk dran, da ist immer noch ein bisschen Weihwasser dran. Ein ganz bisschen Weihwasser ist noch drin. Du hast es. Der fliegt durch die Luft und wird dann kurz ein bisschen langsamer. Und dann fliegt er weiter. So, Robby. Was wolltest du tun?
Ich hatte versucht, halt einfach nur so nach dem übernatürlichen Arm zu. Ja, also das was Robby für Prügeln. Du greifst einfach nur durch. Du greifst einfach nur durch. Ich teile Initiative-Karten aus. Ich wusste, wir hätten das Wasser auffüllen sollen, Leute. Ich wusste es einfach. Eine 9 für Robby. Ein König für Heather. Eine 8. Wollte ich eigentlich Fat Joe geben, aber jetzt liegt sie bei Leroy. Und eine Dame für Fat Joe. Was bedeutet König? König Heather darf anfangen. Ja. Ich stelle die Kamera auf den Tisch, sodass die noch alles schön mitfilmt auf jeden Fall. Und nur, um kurz einmal das gecheckt zu haben, ich sehe auf der Kamera auch nichts, ne? Also die Situation ist gerade quasi die, dass Leroy den Arm wieder geschafft hat, von Giovanna wieder runter auf den Tisch zu kriegen. Aber die Situation ist noch nicht vorbei. Also sie scheint immer noch gegen ihren eigenen linken Arm anzukämpfen, in der sie eine Gabel hält. Außerdem wedelt Robby so hinter ihr in der Luft rum. Ja. Wir sind ja in der Mensa und an dieser Uni, die dazu gehört, da sind wahrscheinlich Menschen, die viele unterschiedliche Sachen studieren, oder? Ja. Weil ich habe ja meine Tasche dabei, in der meine ganzen Sachen drin sind. Und da ist natürlich auch eine Wasserflasche drin, weil Heather trinkt 7 Liter am Tag. Und ich drehe mich zu der anderen Seite um, die uns wahrscheinlich anguckt, als wären wir die letzten Freaks da. Und rufe: Studiert hier irgendjemand Religionswissenschaften? Irgendjemand? Ich. Genau ein Student der Religionswissenschaft. Ich gehe zu dem hin und sage: Du verwandelst jetzt dieses Trinkwasser sofort in Weihwasser. Los! Ich bin noch kein Priester oder was? Mir egal. Sprich irgendein das heilige Gebet über dieses Wasser. Oh, okay. Mach mal eine Überredenprobe, bitte. Ja. Der sitzt mit seinen Freunden am Tisch und die gucken ihn alle so an. Und er so. Ja, also ich bin aber. Okay. Heather ist ja schon eine Persönlichkeit. Ich haue mit meiner Faust, ich haue so die Tasche, die Flasche auf den Tisch vor ihm, schreie an. Mhm. Vielleicht würfel ich auch auf Einschüchtern. Kannst du auch, natürlich, klar. Dann natürlich Einschüchtern, das ist mehr Heather-Style. Okay. Er versucht ein bisschen cool zu bleiben, so. Ich brauche einen Benny. Weih doch nicht dein Trinkwasser hier. Excuse me. Eine 6. Hast du einen Benny benutzt? Okay. Ja. Minus 1 sind 5. 5. Seine Willenskraft ist niedriger, also. Okay. Irgendwas mit Spiritus Sancti oder so. Das weiß ich noch von Illuminati. Er murmelt so ein bisschen was vor sich hin und die anderen um ihn rum können alle sich das Lachen nicht verkneifen. Dann ist Fat Joe an der Reihe. Ich mache mich auf. Ich habe jetzt ja gemerkt, das Jojo funktioniert nicht. Und ich mache mich schwerfällig auf zur Essensausgabe auf der Suche nach Knoblauch. Warum hatten wir alle das genau gleiche im Kopf? Ja, aber ich hatte eine Dame, deswegen bin ich vor euch dran. Exakt, ja. Okay, das und würde natürlich... Ich bin sehr aufmerksam, weil ich sehe ja immer, wo Essen ist, ne? Ja. Nur so. Um loszulaufen, Knoblauch zu besorgen und wieder zurückzukommen, bräuchtest du 3 Erfolge oder Steigerung. Du kannst halt entweder, also du könntest jetzt auf Athletik würfeln, um versuchen, es schnell zu machen, oder es dauert halt ein paar Runden.
Was heißt ein paar Runden? 3 Runden. Ja gut, machen Sie es vor, die Athletik werde ich ja nicht schaffen. Naja, es könnte dich auch jemand unterstützen dabei, wenn theoretisch. Wie denn? Anschieben? Anfeuern? Go, Fat Joe, go! Lauf, hol das Knoblauch! Schieb den Ball! Ja, ich würfel nicht. Probier einfach den Athletikwurf. Ja, okay. Laufen tust du so oder so. Und wenn das gut läuft mit dem Wurf, dann ist gut und sonst halt nicht. Jeweils nur 2. Okay, das ist nicht so gut. Aber es ist doch kein kritischer Misserfolg. Nee. Ja, ich lauf los. Alles klar. Du bist gerade am Loslaufen. Mach bitte eine Willenskraftprobe. Gegen eine 8 in diesem Fall. Es ist eskaliert. Ich würfel noch einmal. 11. What? Okay, ich gebe einen Benny aus. Ja, mach doch. Was ist das? 9. Was hattest du, eine 8? Nee, du hast eine 11. Ja. Oder? Ja, 6 und 5. Okay, schade. Dann. Leroy. Mach du bitte einen Willenskraftwurf. Sehr gerne. Komm, ich muss noch einen Benny ausgeben. Was ist denn da los? Das soll doch spannend sein hier. Der Viererwürfel explodiert. Ah. Mon Dieu. Okay. Okay. Es passiert nichts offensichtlich in dieser Runde weiter. Wow. So, wenn ich das richtig deute, dann hat Robin einen 9 und ist dran und danach ist Leroy dran. Ja, das ist korrekt. Ich möchte versuchen, mit dem übernatürlichen Wesen in Kontakt zu treten. Mhm. Was willst du von ihr? Sie hat dir überhaupt nichts getan. Warum verfolgst du uns alle? Vielleicht kann man das auf Überreden abhandeln. Überreden, mit mir in Kontakt zu treten. Ja, aber um 4 erschwert. Okay. Ich habe +2 durch mein Talent, also -2. Das ist eine 3 und was ist denn da mit dem Viererwürfel? Wo ist der hin? Wo ist mein Viererwürfel hin? Hab ich den daneben geworfen? Das ist auf jeden Fall eine 3. Ich habe meinen Viererwürfel verloren. Ach da. Ja, der ist tatsächlich auch auf einer 3 gelandet. Ich gebe noch einen Benny aus. Mhm. Jetzt will ich mal gucken, dass ich das hier wieder richtig frame. Ah. Ist das alles kompliziert, Leute. So. Oh. Ja, das ist eine 3, ne? Ja, ist eine 3. Wie geht denn das hier so? Ja, das hat nicht geklappt. Das reicht nicht. Okay, Leroy. Du müsstest tatsächlich, da sie immer noch gegen ihren Arm kämpft, müsstest du weiterhin versuchen, den runterzudrücken in dieser Aktion. Ja, das ist sowieso mein Plan. Ich würde darüber hinaus eigentlich versuchen wollen, die Gabel ihr zu entwenden. Sehr gut. Dann bitte eine Athletikprobe. Sehr gern. Athletik. Oh, sogar ein 8er. Ein Traum. Ja, das müsste ja dein Ding sein. Das müsste mein Ding sein, nicht wahr? Eine 5. Das reicht. Du hältst den Arm weiter unten und schaffst es, die Gabel zu entfernen. Und in dem Moment merkst du auch, dass dieser Druck auf dem Arm etwas scheinbar nachlässt. So, ich teile noch eine Runde aus. Ich habe eine 10. Robby. Mann, Carlo scheint sich gut selbst zu beschäftigen heute. Robby hat eine 3. Heather hat eine 9. Pet Joe eine 7. Und, wow, es ist aber schön gemixt hier. Und Leroy eine 10. Jetzt ist wieder die Frage, Kreuz vor Peak oder Peak vor Kreuz? Ich weiß das immer nicht. War das nicht hier merkwürdig, dass die bei Peak angefangen sind? Peak, Herz, Karo, Kreuz oder so? Also, wenn man Doppelkopf spielt, wäre jetzt Kreuz natürlich höher. Eigentlich wäre es Kreuz, Peak, Herz, Karo. Aber ich glaube, dieses Regelwerk fängt mit Peak an und geht dann runter. Da war irgendwas ganz Seltsames. Aber mir ist das egal. Im Zweifel fangen die Spieler an, also würde ich Leroy den Vortritt lassen. Du dürftest theoretisch direkt nochmal was machen, wenn du möchtest.
Ihr müsst übrigens aber auch nicht dann handeln, wann ihr dran seid, sondern ihr könnt eure Züge auch aufsparen und reiht euch dann sozusagen automatisch am Ende, ans Ende ein. Nur, wenn ihr eure Züge aufspart und ihr werdet angeschlagen, weil ihr angegriffen werdet, dann verliert ihr den aufgesparten Zug. Darum muss man sich das gut überlegen. Was ist denn, was passiert denn gerade mit Giovanna? Ich habe ihren Arm in der Hand und der Druck lässt nach. Ja, sie lässt den Arm so ganz vorsichtig los und erscheint erstmal ruhig da zu liegen. Dann würde ich sie fragen, was passiert? Was ist los? Was spürst du? Ich glaube, er greift nach mir und übernimmt Besitz von mir. Nee, komm, ey. Also glaubst du, er fasst dich von außen an oder mehr so von innen? Irgendwas hat an meinem Arm gezogen. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Ich glaube, er ist noch da. Okay, komm schnell weg. Und dann würde ich sie, glaube ich, an der Hand packen und versuchen wegzulaufen. Fat Joe so. Fat Joe wird überholt sofort. Bros over hoes, ey, was ist hier los? Junge! Okay, mach bitte eine Athletikprobe. Oha. Ich gebe einen Benny aus. Das stimmt hier immer Bros before hoes, ey. Sehr gut. Eine 7. Na, er wird ja jetzt wohl nicht Italien mit ihr direkt verlassen, ne? Wer weiß. Okay, 7 ist gut. Ihr steht so schnell es euch geht auf und versucht in Richtung Ausgang der. Ja, eigentlich mehr so Richtung mögliches Weihwasser oder Richtung möglichen Knoblauch weglaufen, vielleicht. Okay, also wenn ihr den Gang langlauft, kommt ihr auch automatisch in Richtung Essensausgabe und ihr lauft auch an Heather vorbei. Okay, sehr gut. Und als ihr diesen Gang entlang rennt, stellt sich euch plötzlich ein Student entgegen. Und in so einer Millisekunde hast du das Gefühl, der hat irgendwie einen ziemlich leeren Blick und er hebt seine Hände und streckt sie nach Giovanna aus. Greift nach ihrem Hals und fängt an, sie zu würgen. Digga, was würfel ich denn? Ich muss schon wieder einen Benny ausgeben. Wie viele hast du denn bitte? 12? Du musst von mir, glaube ich, auch noch einen wegnehmen, oder? Jetzt habe ich noch einen. Ja. Come on! Yes. Du versuchst, Giovanna mitzuziehen, aber seine Hände greifen um ihren Hals und du lässt sie los und guckst dich um und siehst, wie der sie wirkt. Und sie so... Oh, ja, ja. 9, das ist Heather. Du hast... Wo drin war das Wasser? In so einer Trinkflasche? Ja, in so einer in so einem pinken Becher, wo ein Liter reingeht mit einem Strohhalm drin und da steht Bitch drauf. Okay. Richtig Paris Hilton-like. Stop being pur steht auf dem Becher drauf. Du hast das jetzt und der Typ, nachdem er da das geweiht hat, ist ziemlich rot angelaufen und ein paar von seinen Freunden scheinbar sind aufgestanden und gegangen. Okay. Ja, müssen die ja wissen, ne? Weird! Ich habe ja gesehen, dass die beiden an mir vorbeigerannt sind, oder? Ja, die sind ja so ein, zwei Meter weitergelaufen, aber ja, sind in Reichweite. Okay, dann würde ich jetzt mein hoffentlich geweihtes Wasser nehmen und das dem Typen, der in dem jetzt offenbar der Geist wohnt, komplett einfach drüber kippen. Und dabei schreien, mein Vater ist Anwalt, du Bastard! Leider habe ich schlechte Nachrichten. Der Typ hatte keine Ahnung, wie man Wasser weiht. Und er hat es versucht, aber er hat es leider nicht geklappt. Und du kippst das Weihwasser quasi
ins Nichts. Also du kippst es ja über den Typen, der sie wirkt, oder? Mhm. Der wird halt nass. Ich lenke ihn schon ein bisschen ab, sie stirbt nicht direkt. Ja. Pet Joe, du rennst weiter zum... Also du bist jetzt quasi bei der Essensausgabe angekommen. Und ich erblicke natürlich direkt Knoblauch, weil es ja Italien, die essen ja auch viel Knoblauch. Ja, also in den Töpfen, wo die Fleischbällchensoße ist, da sind so Knoblauchzehen drin. Also ich hätte jetzt gedacht, die haben da bestimmt auch einen Pizzastand. Und es gibt ja diese Pizzasuppe Knoblauch, kennt ihr, also ne, die man da so drauf tut. Danach hätte ich jetzt auch schon gehalten. Pizzasuppe Knoblauch. Ja, also klar, es gibt natürlich in jeder Mensa in Italien ein Pizza All You Can Eat, selbstbelegt Buffet, das ist ganz klar. Ja, klar. Und, ja. Das weiß man, ja. Und da rennst du hin und kannst... Okay, du schaffst es, Knoblauch zu besorgen. Du bist allerdings für diese Runde zu weit entfernt, um noch irgendwo quasi einzugreifen. Aber du schaffst es dir, Knoblauch in die Tasche zu stecken. Und Robby, du bist dran und hast natürlich beobachtet, was alles passiert ist. Du siehst zusätzlich zu dem Typ, der Giovanna gerade wirkt, so einen Schatten um sie rum. Also diese Aura, die du gespürt hast, die scheint irgendwie so über dieser Person zu lagern, die Giovanna gerade wirkt. Ja, ich weiß ja natürlich, dass aus zahlreichen Filmen weiß ich, dass Vampire Probleme mit sehr hellem Licht haben. Deshalb nehme ich meine Digitalkamera aus der Tasche und fange an, mit hellem Blitz zu fotografieren in die Richtung der Erscheinung. Mhm. Ich achte darauf, ob ich etwas glitzern sehe. Aber dann fällt mir ein Blitz ist ja kein Sonnenlicht, verdammt. Okay, das kannst du machen und für so eine kurze Zeit blimmert dieser Schatten und du hast das Gefühl, die Aura ist kurz nicht da, dann wieder kurz nicht da. Sie scheint so ein bisschen instabil zu werden und in dem Moment springen ganz viele Studenten auf und springen auf diesen anderen Studenten zu, der Giovanna wirkt und reißen den so zu Boden. Und Giovanna atmet auf und du siehst, dass als die Studierenden diesen Typen begraben, dass diese Aura scheinbar plötzlich wieder verschwindet. So ähnlich wie als ihr das Weihwasser drüber gekippt hattet, die ist so, dass die sich quasi so kurz zusammenzieht und schwupps wieder weg ist. Und Hast du das gesehen, Leroy? Ja, das hat gefeiert. Die Erscheinung ist weg. Was ist da passiert? Ich habe keine Ahnung, Mann. Die Leute drücken den so zu Boden und hör auf! Und ihr hört den rufen, ich habe keine Ahnung, was los war. Lasst mich los! Und da ist... Ich ziehe Giovanna da auf jeden Fall ein bisschen weg. Trouble. Aus der ganzen Traube, die da passiert. Giovanna ist noch komplett... Oh Gott, du meine Güte. Ich bin jetzt schon gespannt, wer... Pet Joe kommt mit Knoblauch an. Ich verteile das Knoblauch in der Gruppe. Oh, das ist gut, danke. Das ist nur Öl, oder? Wenn wir es alle essen, ist das kein Problem. Okay. Lass uns hier erstmal verschwinden. Sollen wir nicht irgendwo... Nicht wieder auf Heathers Zimmer, da habe ich schlechte Erfahrungen. Aber wir können auf mein Zimmer gehen. Okay. Ein Satz, den Robby vorher noch nie gesagt hat. Irgendwann ist immer das erste Mal. Okay, ja, ihr entfernt euch aus der Giovanna Situation. Auf jeden Fall mit. Ja. Und zieht euch in Robbys Zimmer zurück. Sie ist sehr verstört und auch nicht sonderlich, also sie redet nicht viel. Sie Leute, ist sehr geschockt. Habt ihr auch diese Erscheinung gesehen? Diesen Schatten, dieses Ding? Ja, schon, aber das wird ja der Typ gewesen sein. Als ich angefangen habe zu fotografieren mit dem Blitz, hat das die ganze Zeit so geflackert und dann war sie weg und dann kam die ganze Meute von allen. Und ja, mehr weiß ich auch nicht. Ja, mega krass, ey. Wir sollten auf jeden Fall mehr Weihwasser haben. Ja.
Und diesen Typen aus der Mensa frage ich ganz bestimmt nicht nochmal. Das wird noch ein Nachspiel haben. Und mit diesem Wort gehen wir in eine ganz kurze Pause und sehen uns in circa einer Minute wieder. Bleibt dran!